Hatte mal die Chance, ein komplett anderes Spiel erlebt. Ja, da! Das ist das, was ich meine. Junge, dann konntest du so mit Autos fliegen. Das fand ich in GTA so geil. Also ich fand, GTA hat das immer richtig gut gelöst. So Leute, wir gucken jetzt zusammen die größte Sünde im Gaming. Und das Video ist von Weilam. Leute, absolut geiler YouTube-Channel. Gucken wir uns auch schon seit mehreren Jahren, glaube ich, mittlerweile an. Kann ich nur jedem empfehlen. Schallert gerne ein Like und ein Abo rein. Und jetzt zeig mir mal die größte Sünde. Cheating oder das Umgehen von Regeln zum eigenen Vorteil ist so alt wie die Menschheit selbst. Ob im Mittelalter, wenn die Ritter Iframes hatten und im 1v1 nur gerollt haben. Oder in der Neuzeit, wenn jemand sein Spinbot aktiviert. Immer wieder haben Menschen versucht, auf unfaire Weise zu gewinnen. Ja. Paletto? Also in Gaming habe ich nie gecheatet. Auch heute begegnen wir Cheating auf allen Ebenen. Jeder in der Schule hat mal gespickt oder etwas abgeschrieben. Ah ja, okay. Das habe ich gemacht. Aber was so Online-Gaming oder so weiter angeht, nie. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist so bei GTA und so weiter. Da mal schön irgendwie hier, dass die Autos fliegen können und so weiter. In Sport gibt es Doping, die körperliche Leistung verbessern kann. Ich kann jetzt 5 Meter springen. Gib mir das, was der Typ da kriegt. Aber heute reden wir über das Wichtigste im Leben. Yeah! Gaming! Gute Minecraft-Font. Wenn jemand an Gaming denkt, ist der erste Gedanke wohl, Leute, die illegale Softwares benutzen, um zu wallhacken, aimbotten oder andere Sachen zu machen, die ersetzt werden von Computer. Aber es ist komplexer als nur das. Denn es gibt viele verschiedene Arten von Cheating. Ich erkläre euch, wie manche Cheats gut sein können, aber es auch ganze Games. Weil das Ding ist, im Online-Gaming will ich doch besser werden. Und du wirst ja nicht besser durchs Cheating. Also, und es fühlt sich doch nicht geil an, wenn du, sagen wir mal, jemanden in Fortnite wegholst, nur weil du gecheatet hast. Wie könnte man Cheating in Online-Games fixen? Und ist Cheating im Allgemeinen überhaupt schlecht? Ja, außer so Singleplayer-Games, da schadest du niemandem. Da finde ich es nicht schlecht. Außer man versaut sich den Spielspaß. Sims ist so lange cool, bis du dir denkst, Alter, ich gebe jetzt hier Rosebud ein und du hast so viel Geld. Dann baust du kurz dein Traumhaus, Junge, und dann ist langweilig. Weil du hast alles. Wie gesagt, gab es Cheating schon immer. Es ist ein Konzept unserer Gesellschaft, das nie verschwinden wird. Sogar im Gaming existiert das seit der Geburt. Einer der ersten Beispiele ist ein münzenbetriebenes Arcade-Game, Computer Space in 1971. Laut Gerüchten kann man mit einem Punktestand von 14 beginnen, wenn man das Gerät beim Einschalten gleichzeitig mit den beiden linken Tasten gedrückt hielt. Welches actually riesig ist, wenn man sich das Gameplay anguckt. Ja Leute, so sah Gaming mal aus. Es ist unfassbar, was für eine Entwicklung Gaming gemacht hat, Junge. Wow, das war gleich ein. Nun, das würde mehr wahrscheinlich als Exploit zählen, aber die ersten richtigen Cheat-Sheets hatten früher eine andere Funktion. Statt sich einen Vorteil zu verschaffen, war es gedacht für Playtester. Denn wie sollen Spieler Sachen testen, wenn sie nicht mal durchs Tutorial schaffen? Wenn man trotzdem cheaten wollte und kein Playtester war, konnten es nur die Leute machen. Apropos Tutorial, es gab mal ein Spiel, das nannte sich Driver. Junge, da sind die meisten nicht durchs Tutorial gekommen, inklusive mir. Monate später habe ich es erst geschafft. Das war geisteskrank. Blaue sind mit Tech, weil man regelrecht den Speicherstand verändern musste, indem man ein paar Zahlen verändert und somit unendlich Leben und so weiter bekommt. Aber dann haben Game Devs eins bemerkt. Leute, die unsere Spiele spielen, sind schlecht. Und wir brauchen mehr Geld. Gaming Companies haben bemerkt, dass sie Cheats verkaufen können. Und natürlich sind Cheats nicht immer nur Cheatcodes. Das ist tatsächlich so. Mittlerweile gibt es eher. Früher gab es einfach einen Cheatcode. Also in GTA zum Beispiel. Cheatcodes. Bababab, Kreis, L1, L1, bla bla. Plötzlich hattest du alle Waffen. Und das ist mir auch aufgefallen. Das gibt's nur noch selten. Sondern auch Wissen. Deswegen haben die angefangen, Cheatbooks und Guides zu verkaufen. Der Stuff, den man heute als Extra bekommt, bei der Extra Gold Deluxe Edition. Games haben aber auch angefangen, selber Cheats einzufügen. In Form von Cheatcodes, ja. Jedes Game hat angefangen, in irgendeiner Form Cheat zu haben. Ob man jedes Skill unlockt, oder Unbesiegbarkeit, oder Fliegen. Jedes Game hatte Cheats. Fliegen war cool, Mann. Wenn man das Spiel durch hatte, hatte man die Chance, ein komplett anderes Spiel erlebt. Ja, da! Das ist das, was ich meine. Junge, dann konntest du so mit Autos fliegen. Das fand ich in GTA so geil. Also ich fand, GTA hat das immer richtig gut gelöst. Das bekommen mit Cheats. Egal, ob es Fun-Cheats sind oder einfach komplett Game-Breaking. Cheats waren Fun. Aber je moderner alles wurde, desto weniger haben Games auf Cheats geachtet. Vor allem mit dem Aufstieg von Multiplayer-Games waren Cheats ein Big No-No. Ja, auf jeden Fall. Außer die Companies profitieren von den Cheats, indem sie Skins verkaufen oder Charaktere, die eindeutig stärker sind als andere. Mia Consalvo ist eine führende Forscherin auf dem Gebiet Gaming Studies. Sie schrieb ein Buch und in der unterscheidet sie die verschiedenen Arten des Cheatens. Cheats im Spiel.
vom Spiel selbst bereitgestellte Funktionen wie Cheatcodes in GTA, ja, finde ich cool. Technische Cheats, das Ändern von Spielcode oder Speicher, was, glaube ich, theoretisch Wallhack. Ja, das finde ich zum Beispiel scheiße. So, wenn Leute im Multiplayer sich da irgendwas reingönnen. Aimbots beinhalten. Junge, wisst ihr noch, in Fall Guys, echt, du bist ins Finale gekommen und plötzlich Cheater. Du konntest rausgehen aus der Runde, weil der wird so oder so gewinnen. Das war so scheiße, Mann. Glaube ich. Soziale Cheats. Das Ausnutzen von Spielern. Wie das Scam von Leuten. Meta-Cheats. Wir haben mal damals in Diablo 2, da hatte man so eine Rüstung. Da gab es Rüstungen, die so gleich aussahen. Und wenn du die beim Traden so ganz, ja, also da haben wir vielleicht auch mal probiert, ein paar Soy-Rings abzuziehen. Aber Junge, ich war 10, 12, irgendwie so. Das war dumm. Aber es war jetzt kein Cheat, oder? Funktion von außerhalb des Spiels zu verwenden, wie Walkthroughs oder Guides. Theoretisch ist fast alles Cheating, solange es nicht in-game und blind passiert. Aber natürlich sieht es die Community oft anders. Das wurde in drei Kategorien eingeteilt von Consalvo. Purist. Sie lehnen alles ab und sehen alles als Cheating, was nicht beabsichtigt war vom Entwickler. Dazu zählen auch Guides und Walkthroughs. Ich fange an zu weinen, weil du cheatest. Guide finde ich überhaupt nichts Schlimmes. So ein Guidebook. Gamer. Sie tolerieren Cheats, wenn es innerhalb von bestimmten Grenzen verwendet werden. Wie zum Beispiel Singleplayer-Games oder keinen unfairen Vorteil verschaffen gegenüber anderen Spieler. Code is Law. Spieler dieser Philosophie sehen alles, was gecodet ist, als okay. Heißt, Bugs und Exploits sind kein Problem. Das sind die drei genannten Gruppen. Aber ich finde, da fehlen noch zwei andere Kategorien. Dirty Cheater, die aimbotten, wallhacken und alles andere dazu. Und Revenge Cheater, die Leute, die es satt haben, umgecheatet zu werden und nur Cheats aktivieren, wenn sie wissen, ihr Gegner hat Cheats an. Also gerade so diese erste Kategorie, die sind schon ätzend. So, wenn du in Fortnite, Junge, 300 Meter No-Scope, boom, Kopf, Headshot, GG. Aber hat Fortnite ein geiles Tool gegen Cheater? Mein Standpunkt ist, dass Gamer das einzig Wahre ist. Das Flexibelste, was die Community am meisten akzeptiert. Cheating in Singleplayer-Games ist okay, Cheating in Multiplayer-Games meistens nicht. Boom. Aber ich muss hier was beichten. Ich habe mal gecheatet im Multiplayer. Ich war 12, es war ein Free-to-Play-FPS namens Warrock, es war ein Pay-to-Win-Game. Ey, das Game kenne ich, also den Namen auf jeden Fall, Junge. Ja, aber da möchte ich auch nochmal so ein bisschen vielleicht auch verteidigen. Ganz ehrlich, wenn du ein Kind bist, da macht man halt einfach Fehler und da macht man auch mal echt dumme Sachen, die man als Erwachsener nicht machen würde. Also, habe ich ja auch schon gesagt, ich bin da auch nicht frei von Fehlern. Mit vielen anderen Cheatern und ich wollte das auch probieren. Ich flog um die Map mit einem Raketenwerfer, welches unendlich Magazin hat und habe alle gekillt. Ich habe schnell aber das Interesse verloren und aufgehört. Ja, ist auch nicht cool. Ich nur durch Walkthroughs und Guides, denn ich bin nicht gerne blind. In-game. Das eine ist schlecht, das andere ist neutral. Zwei Kategorien von Cheatern von mir. Cheats für Fun, damit man ein anderes Erlebnis bekommt vom Gaming. Und Cheats, um Fun über andere zu haben. Eins ja, macht das die ist Industrie die kaputt und das andere fügt mir hinzu. Früher war es hart zu cheaten. Ich musste mir auf ein Stück Papier GTA Vice City Cheatcodes abschreiben für meinen Klassenkamerad. Und genau. Heute schreibt jeder Game Plus Hacks, um Aimbot zu downloaden. Und warum ist es ein Problem? Weil Cheater regelrecht Games killen. CSGO ist ein Beispiel, wo es im normalen Spiel zu viele Cheater gibt und deswegen die Community ihr komplett eigenes System machen musste. Ach, krass. Apex, während deren wichtigstes Turnier des Jahres, haben Hacker es geschafft, einem Pro-Player Hacks zu geben. What? Stimmt, ey, das erinnert mich an GTA. Da war es doch auch so, dass man, ey, das GTA ist das Heftigste meiner Meinung nach gewesen. Weil da teilweise, ich glaube, selbst uns konnten so Hacking-Fähigkeiten gegeben werden. Das war mega, also, das war krank. Stimmt, GTA, Junge, was die Leute auf den Online-Servern alles machen konnten, war krank, wirklich alles. I'm getting hacked, I'm getting hacked. Und das nicht nur einmal. Deswegen musste das Turnier versetzt werden. CSGO-Turnier hat ein Spieler Forsaken gecheatet mit einem Programm, das Word.exe hieß. Er wurde mitten im Turnier erwischt und hat damit sein Team und sogar die ganze indische CSGO-Szene gekillt. Das ist schon heftig, wenn du so Pro-Player bist und dann so, dann ist es over. Niemand wird dir mehr vertrauen. Ziemlich schlechtes Jahr für Indien in 2018. CSGO Cheating und Bitch Lasagne von PewDiePie. Und das ist nicht nur ein Shooter. Dawstark hat zum Beispiel ein extremes Bot-Problem, die Goldfarm. Und damit den Marktpreis in die Höhe. Ja, das bei World of Warcraft auch schon seit immer gefühlt. Höhe steigen lässt. Und deswegen sind die Games gestorben wegen Cheater. Und andere fragwürdige Entscheidungen. Außer CS. CS stirbt nie. Das stimmt. Gar nicht. Es ist unmöglich.
Ja. Es wird immer einer geben, der Cheats macht für Multiplayer-Spiele, aber die Developer können es härter machen, wie zum Beispiel in Valorant, indem sie ein stärkeres Anti-Cheat-System reinpacken. Es gab Drama, als Valorant rauskam, dass Anti-Cheat zu aggressiv ist und zu viele Rechte vom PC bekommt, aber wenn man ein Spiel haben will ohne Cheater, ist das die einzige Lösung. Und sind wir ehrlich, random Person B, keiner interessiert sich für deinen Internetverlauf. In der Zukunft wird es auch AI-Anti-Cheat-Systeme geben, die wohl erkennen können, ob sich jemand menschlich verhaltet, was nach richtig guten Nachrichten klingt. Warum cheaten Leute? Ich glaube, aus Spaß, um sich auch über andere zu stellen, wenn du irgendwie so alle da wegholst in der Runde. Es gibt viele Gründe. Leute wollen schnellere Belohnungen, ohne sich zu verbessern zu wollen. Es gibt keine richtigen Konsequenzen, vor allem in Free-to-Play-Games. Spaß an der Manipulation. Manche Cheater lieben es, Leute einfach wütend zu machen. Oh ja. Wohl der größte Grund, Gefühl der Überlegenheit. Ja. Leute wollen sich einfach überlegen fühlen. Tausendprozentig. Das war auch in GTA immer so. Manche Cheater waren auch teilweise mega korrekt, aber manche hatten auch so richtig dieses Machtgefühl. Gerade dieser eine Cheater, der war richtig schlimm, Mann. Loser. Und ich verstehe das. In vielen Multiplayer-Games geht es nicht darum, Spaß zu haben. Es geht darum, dass der Gegner keinen Spaß hat. Aber im Gegensatz zu Cheatern probiere ich besser zu spielen. Diese Art von Menschen sind sehr erbärmlich. Meistens ist irgendwas in deren Real Life oder Charakter falsch. Ich meine, wer cheatet in Fun Games? Und es ist sehr schwierig zu sagen, weil es so komplex ist. Cheating ist erlaubt, solange es die Community erlaubt. Aber 99% sind Cheats mit Softwares in Multiplayer Games schlecht. Aber wir hatten auch gute Beispiele von Cheating. Ohne Wave Dashing, welches ein Bug ist, wäre die Community nie so riesig geworden. Dieser Bug ist das A und O, welches Smash Competitive ausmacht. Guides und Walkthroughs helfen, wissensbasierte Videospiele mehr zugänglich zu machen für jeden. Und da, wo jeder zustimmt, warum Cheating gute Aspekte hat, ist Speedrunning ist das Durchspielen eines Games so schnell wie möglich, oft mit Ausnutzung von Bugs. Und Speedrunning baut einfach eine Community auf, die Kreativität und Zusammenarbeit fördert. Und macht einfach extrem unterhaltsame Clips. Oh ja, das ist doch dieses, oh, wie heißt das? Ah ja, Games Done Quick. Die sammeln immer Geld für Charity und so weiter. Und da geht's halt auch so um Speedruns, die teilweise halt nur möglich sind, weil sie Bugs benutzen. Aber das ist auch nicht verpönt oder so, das ist einfach Teil des Games. Es gibt dann auch noch so Speedrunning ohne Bugs. So this will probably be my last chance to tell a story really quick. I don't know if you guys have noticed, but I've been knitting the entire time I've been here. And I actually learned how to knit from my grandmother. Can you stop? She died of cancer a couple years ago. Es ist interessant zu sehen, wie effizient wie möglich ein Mensch gehen kann, ein Spiel durchzuzocken. Und das sollten wir ehrlich gesagt öfters machen. Cheater vs. Cheater Tournaments. Wer hat den besten Aimbot und Wallhacks? Oder die Olympischen Spiele. Alle Doping-Methoden sind erlaubt. Wie stimmt, weit das habe ich mir auch schon mal gedacht. Mitmaxen? Was haben wir hier jetzt gelernt? Genau, wirklich so. Das Olympische Spiele, Junge, aber da, gut, da wird es wahrscheinlich zu viele Leute geben, die es einfach zu krass übertreiben, Junge. Da gehen noch voll viele dann drauf. Und Cheating ist ein soziales Konzept und wird immer existieren. Leute, die aktiv in jedem Multiplayer-Games Cheats benutzen, haben ein kleines oder heißen Clara. Cheating kann auch gut sein. Clara? Multiplayer-Cheating ist schlecht. Und Cheating-E-Sport sollte eine Kategorie werden. Was das Minecraft mit Minecraft gemacht hat? Nee, was das Internet? Habe ich gesagt, was Minecraft mit Minecraft gemacht hat? Ah, scheiße. Ich bin müde, Leute. Das war's. Schaut bei Weilam vorbei und schaltet da gerne ein Abo rein. Geiler Channel, geiles Video. Dankeschön.